Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Stopp, Digga, das geht gar nicht. Warum nicht? Die Anmoderation, die ist total Standard, die ist langweilig, die ist öde. Aber warum? Ich habe doch ganz einfach nur freundlich die Leute begrüßt. Ja, du hast gesagt, hallo und herzlich willkommen bei bla bla bla. Das kannst du nicht machen, das ist total 80er. Du musst dir was anderes aussehen, du musst spontan sein, irgendwas Überraschendes. Besser? Viel. Bleibt uns nur noch der Hinweis darauf, dass das, was Sie in dieser Sendung sehen, besser nicht nachgemacht werden sollte. Und das gilt auch für... Die spannende Frage, wie macht man Obstsalat in Sekunden? Wir feiern unsere eigene Küchenschaumparty. Und da wird das Fett in der Pfanne verrückt. Warum man Ölbrände nicht mit Wasser löscht? Hallo, liebe Gartenfreunde. Bombenwetter, Gartenzeit. Allenthalben wird gepflanzt, gesät, gepflügt, gegossen und geschnitten. All diese wunderbaren Tätigkeiten an der frischen Luft haben allerdings eins gemeinsam. Ja. Sie dauern ewig lange, sind total anstrengend und am Ende hat man auch noch Dreck unter den Fingernägeln, wenn man vor der Glotze sitzt. Ja, und wenn Sie auch nur annähernd so faul sind wie wir, dann könnte es Sie ja eventuell interessieren, wie man ein solches Ziergehölz, hier ein Semper, nee, wie heißt der, Buchsen-Semper-Virens, in ein Pflanzloch hinein buxieren kann. Und das dauert gerade mal 4 Sekunden. Ja. Und man muss sich dafür überhaupt nicht anstrengen, man kriegt keine Blase, man muss sich nicht bücken, wunderbare Sache. Was man dafür braucht, ist... keinen Spaten, sondern genau. Eine Flasche mit Wasser und Trockeneis. Trockeneis ist ja bekanntlich gefrorenes CO2. Wenn das jetzt mit Wasser in Berührung kommt, dann will es sich ausdehnen. Geht aber nicht, weil es ja in einer Plastikflasche steckt. So, Achtung, auf geht's. Bist du soweit? Ja. Das Komplizierteste ist übrigens die Bedienung eines Gartenschlauchs bei der ganzen Sache. Ja, ich sehe das mit einem gewissen... Warte. Moment, kann noch mehr. So. Alles klar? Ja. Wunderbar, sind alle soweit? Warte mal, das muss noch mal... Oh ja, stimmt. Ich hab was. Weil das ist das Loch, in das wir es rennen. So, so, weg damit. Ja. Und. Dreht. Weg hier, alle weg. Du musst jetzt in mein Mikro reden übrigens. Warum? Weil du deins gerade verloren hast. Wieso habe ich mein Mikro? Das liegt dort. Das liegt. Soll ich das Mikro holen? Ja, ich habe. Warte. Geht bei eins, zwei, drei. So, wie galt? Wie fühlst du dich? Ich hatte Angst um dich jetzt, als du das Mikrofon geholt hast. Aber ich sehe jetzt, dass das gar kein so großes Risiko war, offenbar. Ah! Das ist doch ein einziger Pflanzloch. Ist ja super. Nur noch den Buchsbaum da rein. Vielleicht etwas überdimensioniert, oder nicht? Passt. So. Ja, dann machen wir die Primeln. Auf geht's. Und dann sind wir fertig. Aber für alle anderen gilt, nicht nachmachen. Herzlich willkommen zum Nicht-Nachmachen-Kochstudio. Hallo Bernhard. Hallo Wiegald. Was gibt es denn heute Leckeres? Heute machen wir einen leckeren Obstsalat. Oh, es gibt ja unglaublich umfangreiche, elaborierte Küchenhelfer speziell für Obstsalat. Was ist das denn zum Beispiel? Das sind solche Sparschäler. Okay. Dann gibt es hier... Ah, das ist für Kerngehäuse aus dem Apfel rausholen. Was macht man damit? Kiwis, die kannst du damit so aushöhlen. Aha. Und das hier ist... Ananas für Spirale. Genau. All das, meine Damen und Herren, brauchen wir heute nicht... Stattdessen brauchen wir nur 3 Dinge. Nämlich eine Schale, Obst und Tügi.
Hallo, Tügi. Guten Tag. Was hast du uns denn mitgebracht? Kleine Miniatursprengkörper, die heißen Squibs. Ah, das heißt, das sind Dinge, die in sehr kurzer Zeit eine sehr große Ausdehnung erfahren können. So ist es, ja. Und damit kann man Obstsalat machen? 10 Stück davon sollten reichen für die Schale. Und das machen wir jetzt? Na, logisch. Ja, okay, los. Komm schon. Ich drücke. Gut, dann darfst du runterzählen. Okay, ich zähle runter. Von wo? 3. Gut. Und ich. Passe? Ja. Klappe hoch. Ah, wie geil, das ist wie in den Filmen. Scharf. 3, 2, 1. Frische? Oh, das ist Obstsalat. Das ist halt das Schöne bei Obstsalat, dass das so frisch ist, dass es so, so nach Sommer riecht. Und ist alles da. Man hätte natürlich die Banane mal vorher von der Schale befreien können. Kiwi. Alles klar. Da war auch Kiwi bei. Hier, da ist eine Banane, die ist jetzt frei. Ja, dann guten Appetit. Wiegert, es gibt keinen Grund zu feiern. Also, tun wir es. Ja, heißer Juri, gerne. Aber der ist ein bisschen kalt. Und ich habe doch diese chronische Magenschleimhautentzündung. Da sind kalte Getränke sehr, sehr ungünstig. Kalte Getränke sind überhaupt sehr ungesund. Wenn sie durch die Kehle rinnen, verengen sich die Blutgefäße und es kommt zu Kopfschmerzen. Was sollen wir nur tun, Wiegert? Anwärmen. Man könnte die Flasche reiben, in die Sonne legen, über einen Campingkocher halten, reiben. Oder wir benutzen ein elektronisches Gerät aus dem Zeitalter der Weltraumfahrt. Da haben wir doch spontan dasselbe gedacht. Die Mikrowelle! Ja, weil ich singe und tanze. Das ist halt so eine Aufteilung in der Unterhaltungsbranche. Moment. Pass auf, ich. Passt das so? Ja, die noch die. Der unterlegt, damit die. Ah. Ja, das kommt hier hin. So. Kann jeden Moment losgehen. Nee, noch nicht. Nee, nee, Gummi, Gummi. Gummi, Gummi. Ah. So, Entschuldigung. Die größte Gefahr besteht darin, wenn sich das Gummi der Sicherheitsscheibe löst. So. So, prima. Finger in Ordnung. Ja. Ja, total. Also das ist so ein bisschen klaffendes Wunder, das gehört dazu. Wie lange dauert das denn? Ich weiß es nicht, ich habe es auf 30 Minuten eingestellt. Ah, gut. 5 Minuten sind um. Das Geräusch der vor sich hin wellierenden Mikrowelle ist gleichbleibend. Die Flasche hat sich nicht bewegt. Keinerlei Düfte oder sonstige Erschütterungen sind zu verzeichnen. Weiter geht's. Ich stehe hier so ungünstig. Ich habe immer die Fantasie zwischendurch, dass diese ganze Plexiglasscheibe ausgestanzt wird von der Wucht der Explosion. Touchiert mich hier an der Schulter und dann ist diese ganze Schulter weg. Dann stehe ich hier. Also der Hals geht direkt runter bis zum Bauchnabel und dieser ganze Teil fehlt. So langsam werde ich nervös. Ist echt? Ja, so ein bisschen so, ich denke so. Leichtes Kribbeln, ne? So. Ja, auch. Also in der Körperhaltung sieht man es natürlich gar nicht, weil ich das total überspiele. Ja, ich bin ja so ein Magentyp. Innerlich verdaue ich mich natürlich. Da wird eine Säure produziert und boah, es geht schon wieder los. Mann. Hätten wir das nicht auch mit einer Limo-Flasche machen und also irgendwas dünnwandigeres, wo das Glas einfach schneller Kracks macht? Also je größer der Druck, bevor es platzt, desto mehr Druck, wenn es platzt. Ach so, natürlich. Ja, ja. Liebe Champagner-Freunde, 15 Minuten sind um.
Bernhard Hoecker und Wiegald Boning stehen hier vor einer Plexiglasscheibe und schauen in das Sichtfenster einer Mikrowelle. Dort liegt seit 15 Minuten eine Champagnerflasche und es tut sich nichts Sichtbares. Wir sind übrigens am Point of No Return. Es kann jetzt niemand mehr reingehen und mal nach dem Rechten schauen, oder? Wir können nur noch abwarten. Ja. Ich möchte niemanden, ja, weil es tropft einfach. Wir gehen, meine Damen und Herren, wir gehen auf die 20 zu. Hier ist es, das ZDF. 20? Gleich mal festhalten, ja? Die Mikrowellen, die sollen doch dann, die sind doch nur geliehen, oder? Ja, ja, die gehören dem ZDF, die kriegen die zurück. Ja, ein bisschen Lackstift, dann sieht die aus wie neu. Genau. Wie man sieht, nicht nachmachen. Spülmaschinen. Kaum jemand ahnt, welche Gefahr von diesen vermeintlich so freundlich und praktischen Haushaltshelfern ausgeht. Jeder, der uns zuschaut, kennt den Ärger, wenn Gläser noch verkalkt sind. Wenn die nicht richtig funktionierende Spülmaschine die Reste auf den Tellern einfach nur hat festkleben lassen. Und wer hat Schuld? Der Mensch. Ja. Denn so eine Maschine ist immer nur so gut, wie wir Menschen es ihr ermöglichen. Ja, und wie man an dem Sprachproblem schon gesehen hat, sind wir natürlich auch nicht perfekt. Und das geht ja schon bei den Tabs los. Ja? 2 in einem, 3 in einem, 3 auf einen, jeder mit jedem. Alles gut, dann halt wie im Swingerclub in Thüringen. Den haben wir nicht gemacht. Ja, doch. Das war ein Gag, da habe ich gesagt, den kann man machen, aber nicht vor der Kamera. Ach so. Das war eben beim Essen. Da muss ich schon dazu sagen. Naja. So, auf jeden Fall sind wir der Meinung, dass das auch anders möglich sein muss. Und zwar mit einem ganz einfachen, handelsüblichen Spülmittel. Es kann auch No-Name sein. Ja, und das wir Prinzip ist natürlich genau dasselbe. Also, ich habe schon mal vorgeschmutzt, also ja, alles voll jetzt. Ja, alles dreckig. Genau. Also die Spülmaschine ist natürlich, das funktioniert wie sonst auch. Man füllt jetzt hier das in den, hier rein, in diese vorbereitete Waschmittelding. Ja, und dann macht man das vorsichtig zu, damit das dann später im richtigen Moment rausgefeuert wird. Soll ich noch eine zweite Flasche auch dazu? Gott. Dass er auch ein bisschen was hermacht hier. Wir sind ja im Fernsehen. So. Gut. Und dann einfach nur anschalten. Start drücken, genau. So. Ja, schön. Ja, jetzt müssen wir raus. Oh, jeps. Guck mal, läuft das jetzt so? Ja, warte mal, wir müssen ja auch noch raus. Nee, nee, ihr bleibt drin. Es muss ja einer darüber berichten, wie es läuft. Das ist ganz lustig, aber Bernhard, du bist jetzt eigentlich auch mit raus. Nee, du bist jetzt Embedded Journalist. Du bist jetzt... Man sieht übrigens schon, wie es losgeht. Unten auf dem... Sag mal, aber das läuft jetzt raus aus der Spülmaschine. Das wisst ihr schon, oder? Ja, wie du... Das ist doch klar. Ja, aber da ist doch dieser Dichtungsring normalerweise. Was soll denn das? Oh nee. Bernhard! Guck mal, ob's schäumt. Nein, 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 nein. Guck mal, ob's schäumt. Sag mal, Abbruch, das hat doch keinen Sinn so. Das läuft da jetzt alles raus und ich stehe jetzt drin. Der redet nur zu mir, das hat nichts mit on. Hallo, hör mal zu, lass mich raus. Das habt ihr doch voll abgekartet heute beim Mittagessen. Nein, aber nicht. Du auch. Hier, es geht mir ja gar nicht um mich, aber er steht hier jetzt doch. Der wird doch ganz nass. Ja. Der ist doch hier. Das muss doch irgendwie zum Stoppen kriegen hier. Was ist das für ein Mist? Sag mal, lasst uns jetzt mal langsam raus. Ich kann den Produzenten in Ruhe sofort an. Kannst du mir mal mein Handy holen? Ich rufe dich an, das lass ich nicht mit dir machen. Bernhard, ich war immer dein netter Kollege, das weißt du ja, genau. Ja, und du hast... Ja, genau, gut zusammengearbeitet, sowas kenne ich überhaupt nicht von dir. Und weißt du was, das lasse ich mir nicht bieten. Ich habe einen Riesenmanagement.
Management. Die haben ganz anderes Handwerkszeug in solchen Fall. Ich werde total nass. Die Hose kann ich wegschmeißen. Ich wollte nachher noch zum Tischtennis. Ja. Digga, ich glaube nicht, muss hier jetzt rauf. Dass ich Aufregung lohnt in so einer Situation. Es ändert ja nichts an dem Gesamtsystem. Ich habe schon mal den Intendanten kennengelernt, den neuen. Wenn ich den jetzt anrufe deswegen und ich sag, mit diesem Hohecker, da kann er eine Sendung machen. Ich habe keine Lust mehr, mit dem zusammen im Fernsehen rum zu moderieren. Da hat er Verständnis für, weil das ist alles dokumentiert. Lass mal die Kamera laufen, das können alle Leute sehen, was hier vor sich geht. Das ist hier, weil im Fernsehen, da ist das mein bester Freund. Und dann ganz plötzlich lässt er einen hängen hier, dann sitzt man hier rum und kriegt nasse Füße. Also schalt doch mal einer den Wasserhaupthahn aus! Also man kann hier eindeutig sehen, das eigentliche Experiment ist nicht, was passiert, wenn man zu viel Spülmittel in der Spülmaschine hat, sondern was passiert, wenn ein Mensch in eine Extremsituation gerät. Man erkennt sofort, der Das ist doch so, wie sehe ich jetzt aus? Und so soll ich hier öffentlich auftreten im Fernsehen? Der ganze Ton, der wird doch nass, das Gerät kannst du wegwerfen danach! Das ist der Ton, der ist voll ins Wasser gefallen. Ja. Ich kann mich wahrscheinlich überhaupt nicht hören. Doch, der funktioniert. Wir können das abbrechen, weil man mich überhaupt nicht hört, wenn der Ton so nass ist. Das ganze Gerät kannst du jetzt in der Pfeife rauchen. Ehe ich selber mit meinem Mikrofon etwas näher ran. Glaub nicht, dass ich da jetzt irgendwie an deiner Seite bin, wenn die Leute dir sagen, wessen Idee war denn das? Das wäre die du oder der Herr Regisseur? Oder war das hier einer von den ZDF-Leuten? Irgendjemand, der was sagt, wir brauchen mehr Action im Bild. Das ist Mobbing, in aller schlimmsten Form. Und sowas im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, beim Privatsender, da würde ich das ja noch einsehen. Dass man einfach so mit dem Holzhammer-Humor. Jetzt lachen sich alle Leute über mich kaputt, weil ich nass bin. Und ihr sitzt im Trocknen und lacht euch kaputt. Ist das lustig? Sagst du gar nichts, oder wie? Wie ist das nicht so? Ja, weil du eine andere Hose an hast. Der weiß doch auch Bescheid. Nein. Der weiß. Der hat doch eine andere Hose an. Der ja, weiß das. Doch schon die ganze Zeit Bescheid. Wir sehen, dass die Schaumbildung jetzt nach einiger Zeit durchaus mehr geworden ist. Wir haben das jetzt schon bis weit über meine Knie. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Versteht man mich, wenn ich so spreche? Ja! Du brauchst dir übrigens keine Sorgen machen. Was macht der Tonmann da für komische. Was machst du für ein Gesicht? Ist der Aussetzer oder wie? Ich habe überhaupt keine Aussetzer. Digga, du kannst dich beruhigen, wenn das ausfällt. Weißt du was? Ich nehme den ganzen Ton jetzt ab. Ihr könnt mich vollschmeißen. Gut. Da merkt man, das ist genau das Problem, was auch Bergsteiger haben, wenn sie über 7000 Meter kommen. Das ist eine Phase, wo die Wahrnehmung komplett gestört ist, weil man nämlich nicht sieht, wie zum Beispiel sich oben ein fest installiertes weiteres Mikrofon befindet. Was die Möglichkeit. Stufe. Wie lange ist schon mal Fernsehen? 20 Jahre! Nein, 20 Minuten! Ja. Das ist oft, dass die dann irgendwann nicht mehr wissen, was sie machen. So. Ich denke, was jeder eindeutig sehen kann, ist, nicht nachmachen, denn es ist klar zu erkennen, zu viel Spülmittel in der Spülmaschine führt einfach ja, zu psychologischen Stresssituationen, zu Aggressionen. Wir kennen die Situation alle. Die gesamte bucklige Verwandtschaft ist zur Schwarzwälder Kirschtorte eingeladen. Wir haben auch noch Sahne im Haus, aber es fehlt uns die Zeit, diese fachgerecht zu schlagen. Eventuell ist ja solch ein Trinkwassersprudler ein passendes Gerät, um solch einen Sahneschlag behelfsweise durchzuführen. Ich schraube also die mit Schlagsahne gefüllte Flasche in das Gerät, drücke drauf. Das ist jetzt der Überdruck. Mal ein bisschen Dampf geben mal. Prima. Jetzt gucken wir, ob das was wird. Ah, funktioniert. Schaut mal, hier. Warum steht da jetzt keine Torte, Team? Das wäre doch viel schöner gewesen, wenn wir jetzt hier quasi das auch noch gleich vorführen. Ist gar keiner da, der mir zuhört? Sollen wir das jetzt alles nochmal machen? Ja, bitte. Oh.
Mach doch mal diesen Privatfernsehquatsch aus, das will doch keiner sehen. So, genau. Total skurril, oder? Man kann auf Entfernung einen Fernseher ausmachen. Ja. Aber wenn man jetzt die Kerze anmachen will, dann geht das nicht. Nein, das geht nicht. Aber sind Kerzen viel älter als Fernseher? Ja, ja, schon, aber geht eben nicht. Ja, super, wenn man das hinkriegen würde, oder? Aber selbstverständlich. Muss geht aber gehen. Nicht. Nein. Und du musst die Flamme nur dahin kriegen. Da. Mal auf hier. Du musst nur die Flamme rüberkriegen zur Kerze. Mm. Okay. Also, große Flamme. Nix. Doch, das geht nicht. Doch. Auch Bernhard. Funktioniert nicht. Siehst du, Richtung stimmt, aber. Ah. Oder man macht das hier mit. Der Fahrtwind ist zu stark. Kennst du den noch? Ja, klar. Früher. Wir in der Grundschule auch. Ja, oder in der Kellerparty nebenan. Mhm. Das ist eine Riesenentfernung. Es klappt nicht. Nein, das geht auch nicht so recht. Ihr müsste was haben, was die Flamme dort ganz rüber transportiert. Ja. Eine Wasserpistole. Okay, damit kriegt man eine Kerze schon mal über die Entfernung aus. Ja, das ist doch schon mal gut. Mit einer Wasserpistole kriegt man sie aus. Wenn jetzt kein Wasser drin ist, kriegt man sie doch auch an. Kein Wasser, sondern eine brennbare Flüssigkeit. Zum Beispiel sowas hier. Warte mal, wie kriegen wir das da jetzt rein? Aufmachen. Okay. Ich hol mal einen Trichter. Mhm. Ach, guck mal, habe ich zufällig einen unter dem Kissen gefunden. Dann füllen wir mal ein. Oh, vorsichtig, das ist doch leckern. Total beruhigt, dass du mit dieser brennbaren Flüssigkeit so hantierst. Entschuldigung, das verdampft gleich. Ja, ich hoffe es. Reicht das schon? Ja, das reicht. Ja. Nicht nachmachen. Ja. Immer was unterlegen. So. Druck aufbauen. Soweit. Soweit ganz schön. Jetzt kriegen wir die brennbare Flüssigkeit rüber, aber die muss ja auch noch irgendwie gezündet werden. Also so eine Art Programmwahl. Richtig. Genau. Das ist die Programmwahltaste. Wenn das brennt, müsste man doch theoretisch wieder drüber. Ja, sicher. Pass auf, dann zünde ich das mal an. So, geht. Handschuhe? Handschuhe muss ich mir anziehen. Ich guck schon mal, dass das passt. Mhm. Okay, da kommt das. Boah, das. Oh, das riecht hier vorne schon raus. Herrlich. Und dann geht das genau. So, haltet ihr das vor den Lauf und dann musst du ja nur durch die Flamme auf die Kerzen ziehen. Okay. Ja. Eins, und fertig. Zwei, drei. Ja, funktioniert doch. Nach rechts, was? Gehen wir nach rechts? Guck mal hier. Ja. Sehr schön. Jetzt bist du ein bisschen weit weg von den Kerzen. Ach so, ja, stimmt, die sind ja. Eine brennt. So. So, alles wunderbar. Sehr schön, funktioniert. Geht. Ja. Tipptopp. So, Chips. Gemütlich hier. Bernhard, was machst du denn da? Ich wollte einfach nur mal meine eigene Zeitlupe haben. Ach, das ist ja lustig. Danke für die Erklärung. Ja. Schön ist ja im Leben auch immer dann, wenn man keine Erklärung braucht, zum Beispiel bei unserem nächsten Experiment. Ja, und zwar geht es hier um Fettbrand. Alle wissen, man soll ja niemals brennendes Fett mit Wasser löschen. Weil, wenn das Wasser auf das brennende Fett trifft, entsteht schlagartig Wasserdampf und das Feuer wird mit dem Wasserdampf überall verteilt. Ja, das ist eine wissenschaftlich korrekte und, wie ich finde, auch sehr interessante Erklärung. Aber für unsere Zuschauer wahrscheinlich nichts Neues, denn das kennt jeder, das hat jeder schon einmal gehört und jeder schon einmal gesehen. Hm. Aber ich hab's noch nie gemacht. Was? Echt? Nein! Du hast es noch nie gemacht? Nein! Ja, jetzt ist die große Chance. Willst du mal? Ja! Ja, prima, pass auf. Hier haben wir eine Stange, oben ist ein Kännchen, da füllen wir Wasser rein, das darfst du bedienen. Moment, ich muss hier nimm so. Das hier, dann ist das ein bisschen weg wahrscheinlich, ne? Ja, ist besser, darum ja auch die Stange, nicht? Ah, so. Ich fülle jetzt einfach hier mal Wasser rein. Wartest du bitte jetzt mit dem Fettbrand, bis ich auch hinter dir bin? Danke. Okay. Passt denn? Gut. So raus. Achtung, Achtung, ich möchte erst vorbei. Ich kenne das. So. Und jetzt? Einfach reinkippen. Alles klar? Ja, Vorsicht. Und? Das ist gut. Warte, ich mache noch die Lüftung an. Hast du gut gemacht. Sehr schön. So. Die Lüftung ist zu weich geworden. Du musst erst ein bisschen aushärten. Okay.
Wir können. Das finde ich toll. Bernhard, du bist begabt als Fettbrenner. Cool. Aber das kann man noch eine Nummer größer machen. Müsste eigentlich gehen. Was braucht man denn dafür? Mehr Fett. Schau mal, was hier steht. Die passen aber nicht in den kleinen Topf. Ja, dann nehmen wir doch den großen. Wasser ist natürlich so eine Sache. Mit dem kleinen Kännchen kommen wir nicht weiter. Da muss mal der Benny helfen. Benny, wir brauchen mal einen Schlauch. So. Kriegst du ihn? Ja, hab ihn. Warte, ich krieg den hier nie. Ja. Krieg den gar nicht einfach. Das hängen wir einfach ein und dann ist hier im Kochstudio. Und dann stellen wir das ganz einfach hier auf den Herd, ja. Nicht? Ist schon, hallo, Ruhe. Ist schon vorgeheizt. Geht das? So, ist gut. So, danke. Warte, Moment. Eins, zwei. Oh. Und? Ja, also relativ zügig hat sich das Fett verflüssigt. Es fängt an, leicht zu blubbern. Blasenbildung. Wir müssen allerdings noch warten bis zur Selbstentzündung. Da ist noch nichts zu sehen. Feuer momentan noch nicht. Und? Brennt's? Jetzt! Geh los! Bisschen dicke. Sehr viel. Ja. Also ich frage mich auch, wie das da so oben reinkam. Das Feuer. Durchs Treppenhaus wahrscheinlich. Ich weiß auch nicht. Ja, jetzt. Bernhard, meinst du nicht, dass wir eventuell jetzt ein kleines bisschen übertrieben haben? Nein, nein. Guck mal hier, die Jungs von der Feuerwehr, die haben doch richtig Spaß. Da können die mal üben und haben so was zu tun. Ich hätte aber noch so viele tolle Sachen gewusst, die man mit dem Haus hätte anstellen können. Das ist überhaupt kein Problem. Ich habe noch Klebeband und so einen Pinsel mit Farbe. In einer halben Stunde sieht der Schuppen wieder aus wie neu. Okay, dann räumen wir ein bisschen auf und dann bis zum nächsten Mal. Ja, und bis dahin gilt natürlich? Tun Sie nichts, was wir tun würden. Nicht nachmachen. Wie ist denn das jetzt eigentlich versicherungstechnisch? Ich habe den Herrn aufgedreht. Ja, aber ich habe ja das Fett angemacht. Ja, aber es zahlt doch sowieso das ZDF in dem Fall. Letzten Endes schon. Pyromanenstadel, auch eine Sendung, die mir gefallen würde. Schönen Feierabend, denn wenn ihr fertig seid. Ne? Ja. Danke. Da raucht doch einer in unserem Haus. Das war total gemein. Die Mikrowelle hat so getan, als würde nichts passieren.